Die Küche der Schöntal Weinstuben steht für authentisches, außergewöhnliches und leckeres Essen. Ich mag die asiatische Küche total gern, genauso wie ich die wirklich guten, bodenständigen Sachen aus unserer Region mag. Für uns vier zusammen 183 Euro. Könnt ihr noch was zulegen, glaube ich. Zu billig. 183 für vier Personen, da kann man nur happy sein. Der Name Deins kommt daher, dass ich mit meiner Tochter so ein bisschen im Clinch lag, weil wir unentschlossen waren, ob wir das Restaurant machen oder nicht machen. Und sie wollte es unbedingt. Somit habe ich es hier vermacht und habe gesagt, okay, das ist dann deins. Süß. Ich habe mir Kochen über die Jahre selber beigebracht. Da ich ja von der Bar komme, weiß ich ungefähr, was mit was zusammenschmeckt. Ich habe viel gelesen, viel ausprobiert und das haben wir einfach versucht, auf den Teller zu bringen. Die Farbe, die flasht mich ja hier total. €220, diese Frische, was da geliefert worden ist und nicht nur das Flavoring, also von allen Sachen, die da verwendet worden sind, finde ich den Preis toll. Unser Weinhaus bietet ländliche Küche, gehobene Küche. Wir versuchen auch rheinhessische Gerichte. Ich habe so kleine Tapas, Andis Tapas drauf, Handkäse, Wurstsalat, Federkäse. Auch gehobene Rimmer, ist Rumsteak, ein Schnitzel darf nicht fehlen, wie in der Original. Stilvoll, geschmackvoll, eingerichtet, genau meins. Wir haben eine Rechnung von 208,40 Euro. Der Preis passt zum Essen. Ja. Wunderbar. Mega, mega Fische auf den Tellern gewesen. Also das waren alles teure Zutaten. Na, guter Preis. Mein Konzept ist deutsche Küche mit mediterranen Einflüssen, ein bisschen modern interpretiert. Das Restaurant ist definitiv ein Kindheitstraum. Endlich darf die Küche zeigen, was sie drauf hat. Und das haben die Teller drauf. €178,70. Das ist nicht viel. Das Geschenk. Drei Gänge Menü mit Trinken. Super, ich finde, das ist eigentlich auch hier wieder zu günstig. Ne? Da wurde Hand wirklich toll gearbeitet. Ich finde auch speziell jetzt die Desserts sind extrem gut geworden. Schon stark. Ja, der Style unserer Küche ist modern, aber nicht überkandidelt. Wir machen eine sehr einfache Küche, versuchen Zutaten gar nicht zu verfälschen mit irgendwelchen anderen Aromen. Wir lassen Produkte stehen, wie sie stehen und versuchen einfach das Bestmögliche aus dem Essen rauszuholen. Der Chef liebt Feinkost ohne Shishi. Optisch Bombe. Leider die beste Jus, die ich bisher gegessen habe. Die Soße war, also, sowas habe ich noch nie gegessen. Schwarzwederhuhn ist natürlich aus der gehobenen französischen Küche auch bekannt. Hier ist noch der Vorteil, dass Federhuhn ist jetzt nicht aus Frankreich angereist. Das ist aus Wattenheim, das ist bei Darmstadt. Also auch da der regionale Gedanke. Und das ist halt, das lebt halt von seiner unglaublichen, saftigen und schmackhaften, ja, Art. Wir sind bei einem Gesamtbetrag von €346. Super Preis für dieses Essen.
mit dem Tisch optimal. Also besser geht's kaum. Wir sind ein Restaurant, ein Feinkostgeschäft. Wir bieten ganz viele selbstgemachte Produkte an. Wir haben ein sehr hochwertiges Frühstück. Schön. Wir bieten mittags ein ganz sportliches Mittagessen an, so ein bisschen Bistro-like. Mhm. Abends sind wir ein Pop-up-Restaurant. Pop-up-Restaurant bedeutet, dass wir nur zweimal bis dreimal im Monat so ein bisschen nach Lust und Laune oder zu festen Terminen das Restaurant abends öffnen. Abends machen wir Pop-up-Fine-Dining. Mein Teller sieht aus wie ein Kunstwerk. Wir haben einen Gesamtbetrag von 288,90 €. Das sind ungefähr 224 € fürs Essen und ungefähr 65 € für die Getränke. Meiner Meinung nach war das Essen jeden Cent wert. Alter. Ja, hallo, es sind knapp über 50 € für ein wirkliches Gourmet-Dreigang-Menü. Ne? Also das ist, da muss man hinfahren. Ich mache hier im Casa Azteca fast alles. Ich versuche überall zu sein, Gäste beraten. Da ich ja die Speisekarte selbst geschrieben habe, kann ich die auswendig und kann dann alles erklären und machen. Und ich bin für alles da. In Casa Azteca ziehen nichts dem Zufall überlassen. Ich habe sehr viel Zeit hier investiert in diesen Laden. Allein schon die ganze Dekoration und die Gedanken, wie alles werden soll. Und die ganze Inneneinrichtung habe ich von einem Künstler malen lassen, komplett. Also ich bin wirklich komplett im Herzen dabei. Buen provecho. Danke. Es duftet herrlich intensiv. So stelle ich mir auch wirklich Dessert in Mexiko vor. Wirklich so farbenfroh, das pure Leben. Wir sind jetzt heute bei 163,60 €. Das ist krass günstig. 22 € pro Person. Für drei Gänge. Ja, meine berufliche Leidenschaft gründet sich von Kindesbeinen an, habe ich sehr gerne gegessen. Ich liebe einfach die Gastronomie und wollte schon von Kindesbeinen an Koch werden. Eigentlich bis 1999 wurde ich erstmal selbstständig und bin bis heute in der Gastronomie. Unsere Küche ist im Prinzip deutsch-französisch, aber wir machen natürlich auch Ausflüge in andere Länderküchen. Wir kochen auch ganz gerne mal asiatisch. Für 612 € gespeist und getrunken und Spaß gehabt. Gut, wir haben aber auch für 380 € getrunken. 380 € getrunken, ist auch nicht schlecht, ne? Ich, ganz ehrlich, wenn der Sender zahlt, würde ich das auch machen. Wenn man jetzt mal die Sauferei den Wein abzieht, ja, dann ist das absolut, ist das für die Qualität, für das Level absolut fair. Also ich bin die Küchenchefin, ich bin die Betreiberin und ja, bin das Gesicht von diesem Lokal. Ich habe relativ viel zu tun. Ich brauche halt immer wieder auch mal Unterstützung irgendwie von der Family, die dann mal kommen und sagen, hey, ich mache mal ein bisschen Service. Natürlich habe ich auch ein bisschen Personal da, aber im Prinzip steht und fällt das ganze Lokal hier mit mir. Die Frankfurterin kocht gut bürgerlich mit internationalem Touch. Hessisches Tiramisu gibt's jetzt. Das ist ja auch lustig. Ist doch cool.
heute für insgesamt 212,10 € gegessen. Davon waren 130 € für Speisen. Super Rechnung, würde ich sagen. Katrin hat hier wirklich einen rausgehauen. Hut ab. Servus, ich bin der Alex vom Restaurant Ambach in Schönitzschein im Taunus. Bin 52 Jahre alt und mit Leib und Seele Wirt. Unser Konzept ist moderne Küche-Bar. Wir haben Speisen, die es nicht überall gibt, Drinks und einfach lässige Atmosphäre. Ich finde es einfach schön, andere Menschen nach ihrem stressigen Arbeitstag, nach ihrem scheiß Beziehungsleben, was auch immer, woanders hin abzuholen, glücklich zu machen und zu entspannen. Und das spiegelt sich hier in dem Laden wieder. Und das gebe ich meinen Gästen weiter, meinem Personal weiter. Und das spüren die auch. Wir haben hier eine Gesamtsumme von 208,50 €. Also das Preis-Leistungs-Verhältnis ist auf jeden Fall top und ich würde immer ins Ambach gehen.